Hallo, liebe Gartenfreunde und meines Kanals. Ja, also heute habe ich eine Schwalbenschwanzraupe entdeckt. Genau, das letzte Mal, was ich da gesagt habe, ist ein Kohlweißling, war keiner. Das war was anderes. Kohlweißlinge sind grün. Aber da erzähle ich jetzt mal wirklich keinen Unsinn. Das ist eine Schwalbenschwanzraupe. Das sind jetzt mal da näher hingehen kann. Also die ist ja wirklich sehr eindeutig in ihrer Art. Und ich habe die eigentlich jedes Jahr einzelne Raupen da. Der Schwalbenschwanz frisst nur gelbe Rüben, Möhren oder eben Dill. Woanders habe ich ihn jetzt noch nie dran gesehen. Ich glaube, da ist, ja, es gibt natürlich noch wilde Möhren, also alles, was so möhrenartig ist. Und frisst halt er nur. Da hat er sich jetzt natürlich eine nicht so große Pflanze. Also ich nehme mal an, dass er oben das schon abgefressen hat. Das sieht mir schon so aus. Und sie gehen dann zwischendrin immer wieder in so eine. Oh, der mag nicht angefasst werden. Die Raupe möchte nicht. Die hat jetzt da irgendwas abgesondert. Okay, ich tue jetzt so die größeren Pflanzen rüber, dass sie dann mehr zu fressen hat. Tja, ist jetzt ein Schwalbenschwanz. Schwalbenschwanz ist natürlich dann demnach ja ein Schädling. Aber nicht, dass er mich wirklich stört. Außer wenn es jetzt so eine Invasion wäre. Aber es sind immer nur an meinem Dill so drei, vier so Raupen jetzt ja. Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob die das dann auch schaffen. Ob, wenn dann da der Winter kommt, ob die dann da immer schon so fertig sind. Also das Verpuppen von denen, das habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Also weiß ich noch nicht. Aber sie dürfen bei mir den Dill fressen. Gut, jetzt gehen wir zu was anderem. Das sind die Zuckererbsen. Oder Erbsen überhaupt und Bohnen. Aber bei den Erbsen ist es ganz wichtig, dass man wie bei den Gurken einfach keine Früchte übersieht. Weil sonst sagen die, alles klar, Job erledigt, ich mache Samen, das war's. Können wir gleich mal hingehen, um das anzuschauen. Also das sind jetzt Zuckererbsen da. Und da gibt es ja welche, die, also ganz neue Sorten, die lila sind die Früchte. Hätte natürlich was, dass man es leichter findet. Aber ich weiß nicht, das finde ich jetzt ein bisschen. Ja, wenn man halt so Zuchtziele hat, so seltsame wie andersfarbige Früchte, das ist natürlich nicht die Regel. Da gehen natürlich dann wahrscheinlich wieder Geschmack und Gesundheit von den Pflanzen drauf. Deswegen habe ich die jetzt noch nicht gekauft, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Man muss halt wirklich auch unten drin schauen. Also diese hier, die hat ja jetzt schon richtig. Ich mache mal eine auf, dann sieht man es. Ich meine, zum Essen sind die natürlich geeignet. Dann nehme ich die Schote nicht mehr her, da tue ich die einzelnen Erbsen raus. So in der Größe sind die Schoten noch gut. Da kann man sie so verköcheln. Man kann ja die auch roh essen, aber wenn sie so groß sind, wenn sie da zwei so Schoten dran hat, dann sagt die Zuckererbse, okay, Job erledigt. Also man muss wirklich immer schauen, dass man gar nichts übersieht. Also von dem her bin ich immer so ein bisschen am Hadern, kaufe ich mir die farbigen jetzt eben, um das Ganze leichter zu machen. Na, die sind jetzt eindeutig schon eher zu alt. Die muss ich jetzt dann die Erbsen rausnehmen. Dann habe ich die Schoten nicht mehr. Wo ist die da? Und außerdem würden sie besser wachsen, hätte ich die schon früher weggetan oder sie nicht übersehen, weil schauen tue ich ja schon immer wieder. Und es ist dann interessant, dann stelle ich mich an eine andere Seite hin und schaue von der anderen Seite auf die Pflanzen und dann entdecke ich doch wieder welche. Und dann muss ich den Blickwinkel wechseln. Da ist nämlich auch noch eine drin. Also man kann eigentlich immer schauen, wenn die nicht mehr mögen, Gurken, Erbsen, Bohnen, dann hat man da Früchte übersehen. Ja, das wären jetzt mal die Zuckererbsen. Dann, ja, wir können noch mal zu die Zucchini schauen. Das ist jetzt Mehltau. Ich meine, man muss jetzt sagen, es geht ja jetzt dann bald gegen Ende August. Da sollten sie eigentlich noch nicht so ausschauen. Aber wir haben ja dieses Jahr schon so früh die Hitze gehabt. Das heißt, ich habe von jeder Pflanze einige Kilos Zucchini runtergetan. Und da sind sie irgendwann mal erschöpft. Und normalerweise schauen die erst in 3 Wochen so aus.
Aber eben gesagt, dieses Jahr ist es ja auch 3-4 Wochen alles früher dran. Wenn ich meine Hollerbeeren anschaue und alles ist schon reif, 3 Wochen früher. Und dann nochmal weiter. Ja, und auch die Gurken, also das ist. Also das ist jetzt richtig Meter. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr nur 2-mal mit dem Ackerschachtelhalm gegossen. Die letzten Jahre, muss ich sagen, habe ich das auch 10, 15 Mal gemacht in der Vegetationsperiode. Gut, den Platz, wo ich meinen Hauptschachtelhalm gesammelt habe, den haben sie platt gemacht. Da wächst keiner mehr. Ja, und das war halt direkt vor der Haustüre. Also da bin ich immer vorbei. Und jetzt muss ich ihn suchen gehen, jetzt wird es halt einfach ein bisschen weniger. Ja, dann habe ich halt hier einen Mordsverhau mit der Pfefferminze. Ist einfach eh absolutes Unkraut, die Pfefferminze. Die wird jetzt dann gerodet. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich habe noch eine andere Stelle im Garten. Ich glaube, da reicht es mir. Und da eben eines meiner Lieblingsgemüse. Das ist die Pastinake. Das ist das ja hier. Und da finde ich halt so toll an der Pastinake. Na, das ging die Sonne, das geht gar nicht. Also bei der Pastinake ist halt das, sie kann im Boden drin bleiben bis März. Also ich grabe mir die raus im Winter, die ich brauche. Die gelben Rüben oder Kartoffeln soll man ja nicht verlassen. Aber wenn es starken Frost haben, sind die kaputt. Und die Pastinake hält das aus. Also die muss man nicht. Und sie ist auch im Verhältnis teurer. Gelbe Rüben finde ich ja gnadenlos billig, deswegen baue ich sie nicht an. Weil sie eh so lang brauchen zum Keimen, da muss man im Unkraut jeden so hinterher sein. Und ich habe ja nur einen kleinen Garten und ich finde, gelbe Rüben sind auch lagerfähig. Brauche ich nicht aus dem Sinn. Also ich will ja nur Sachen, die frisch sind oder besonders. Und das ist bei mir halt die Pastinake. Und ich habe welche schon im März gesät, die andere im April. Anfangs dachte ich immer, das wird jetzt nichts Gescheites mit den späteren, aber die haben jetzt auch gut aufgeholt. Aber ich werde es trotzdem